auf einem Ast gelandet. Auf der Bergwanderung. Na gut, runter geht's wieder zu Bäumen mit Pilzen und zu Ästen. Es ist immer noch Herbst, herunterfallende Bäume. Blätter. Und eine Erinnerung von dem Kind mit Rucksack. Ah, Stab zum Wegziehen und Erinnerung mitnehmen. Hoch mit dir. Jawohl. Ist hier irgendwas zu finden? Ich vermute hier immer und überall die Geheimnisse. Da ist zumindest ein neues Garn. Da oben ist nichts. Schmetterlinge sieht man da ganz viel. Okay. Ich vermute mal, dass wir den gleich mitnehmen können oder sollten, nachdem wir hier die Brücke gebaut haben. Genau. Wieder den Stein, um da oben hochzukommen. Ich vermute fast mal. Jawohl. Achso. Ja, dann springen wir da doch einfach mal rüber. Kann ich ja nicht wissen, dass es da nicht weitergeht. Geht's nach links weiter? Nein. Und wieder eine Erinnerung. Jetzt ist der Junge mit dem Rucksack. Achso. Na, dann ziehen wir dich doch einfach mal weg. Das war's. Wir sind in einer Höhle drin. Achso, hier geht's hoch. Aha. Und wieder ein neues Garn. Was haben wir denn hier oben? Brauchen wir das? Um vielleicht darüber zu kommen? Oh. Ja. Das war nicht ganz so gewollt wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist da ein Geheimnis. Versuchen wir das doch mal zu kriegen. Sehr gut, dass uns das schon mal nicht erwischt hat. Jawohl, erstes Geheimnis gefunden. Und ein herunterfallender Stein, der uns, wie gesagt, zum Glück nicht erwischt hat. Geht es denn da noch irgendwo runter? Ne, das sind nur Wasserspritzer. Ich vermute mal, dass hier unten auch wieder Wasser sein wird. Ja. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ertrinken. Nö? Dann frage ich mich natürlich, warum. Gehen wir doch einfach mal hier weiter. Warum auch immer man sich da jetzt festbinden konnte. Okay. Da oben kann man sich wieder hochklettern, wenn ich das richtig sehe. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da hoch? Vielleicht über den Pilz? Nö. Schade. Hilfe? Ein Maulwurf? Wie geht's? Hin. Ah, okay, so geht's weiter. Das ist ja tricky gewesen. Ein böser Maulwurf. Wie kann ein Maulwurf denn den Jani nicht mögen? Okay. Ein Vogelhaus, wie hübsch.
Fall sind wir hier wieder draußen. Ja komm, jetzt. Wollte schon sagen, geh doch da hoch. Zum neuen Garn. Okay, es sah gerade so aus, als würde man da oben weiter können. Dann bin ich aber erstmal hier unten. Geht's denn da oben jetzt weiter oder sah das nur so aus? Das will ich ja jetzt wissen. Hier da oben ist doch... Sind doch hier die Haken zum Anbinden. Ah, vielleicht wenn man hier... Naja, das müsste man ja mal probieren. Ja, seht ihr? Dann ist da oben nämlich das Geheimnis. Welches ich fast übersehen hätte. So. Jetzt nicht runterfallen, so wie es mir fast passiert wäre. Sehr gut. Ich wusste doch, dass es da irgendwas zu finden gibt. Also kann ich das hier auch alles wieder abbinden? Ich denke nämlich, ich brauche das ganze Garn. Und weiter geht's. Oh, da ist wieder der Maulwurf. Oh, du Armer, kommst du hier nicht durch? Habe ich damit gerechnet, dass ich das brauche. Was haben wir denn da? Das wird doch bestimmt wieder ein Boot oder sowas, ne? Nein? Hey, Erinnerung. Jetzt war ich zu vorschnell. Schade. Das interessiert mich jetzt schon, was man da sehen konnte, aber schaut mal, wie hübsch das hier ist. Wieder ein Bötchen. Mit den Farbreflexen auf dem Wasser und dann ein großer Fisch, da mag der Fisch nicht. Hi! Ah, wie cool! Wie cool! Man konnte sich an den Fisch ranbinden und der hilft uns tatsächlich weiterzukommen. Ey, was für eine tolle Idee! Ich bin ja so ein bisschen begeistert gerade. Okay, warum ist hier und da hinten was zum Festbinden? Das muss man mir mal erklären. Nee, das kann ich mir gerade nicht erklären. Braucht man... Nee, das Boot ist ja zerstört worden durch den Fisch gerade. Interessant. Naja, mache ich dich halt hier einfach auch nochmal fest. Und jetzt bin ich hier oben. Was ist das? Ah, eine Öltonne? Nee, eine Cola-Dose. Ach, sehr schön. Ja gut, dann muss ich ja tatsächlich hier die Dings bauen. Soll ich besser nochmal hochgehen, damit ich mir mein Garn wiederholen kann? Ist vielleicht besser so. Weil, dann fehlt mir gleich nichts. Es geht wieder in eine Höhle rein und da unten. Sehr gut. War wieder ein Geheimnis. Hey, wir sind richtige Schatzjäger. Das machst du super, Jani. Und jetzt? Und jetzt? Ach so.
Jawohl, damit wir nämlich da hinten hochkommen. Und es geht zu neuen Garn. Boah, mysteriös. Irgendwie sieht man gerade nicht ganz so viel. Soll das so sein? Ich vermute mal, man wird sich jetzt hier irgendwie entlanghangeln müssen. Ja, das hat doch super geklappt. Oh nein. Böser Maulwurf. Ja, ich wollte mal sehen, was passiert, wenn der Maulwurf einen erwischt. Aber wie cool. Wie hübsch das hier alles aussieht. Ich mag das Level total. Okay, also er reißt einen runter, dann bringt das nicht ganz den Erfolg, den ich mir erhofft habe. Vielleicht müssen wir uns direkt weiter swingen. Ja. Cool, wir flüchten vor dem Maulwurf. Scheiße. Oh. Sehr cool. Wow. Ist er tot? Runter? Er ist runtergefallen. Armer Maulwurf. Okay, wo sollen wir lang? Auf jeden Fall da links sehe ich ein Geheimnis. Na gut, versuchen wir uns da mal dran. Ja, nein! So, hier lang. Und dann... Nee... Wie komme ich denn an das Geheimnis da unten? Komme ich links rum? Ich wüsste halt nicht wie. Na gut, gucken wir erstmal, was hier ist. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein Strang, an dem wir uns hochziehen könnten. Da ist ein Eimer. Ich will an das Geheimnis ran. Wie kriege ich diesen blöden Stein da weg? Muss ich vielleicht dann doch hier oben erst lang? Durch das Wurzelwirrwarr. Ah, okay, jetzt fehlt es wieder an Garn. Na toll. Das hätte ich ja kommen sehen können. Wenn ich hier rumgehe, wird das Garn auch sehr schnell weniger. Aber wir können uns den hier ziehen. Und vielleicht sogar mitnehmen an die Stelle. Naja, so habe ich es mir jetzt nicht erhofft, muss ich sagen. Nee, muss ich also doch erst unten lang. Wo komme ich das denn her, wenn ich das jetzt hier hinziehe? Nee, so will ich das alles gar nicht. Das muss eigentlich da lang. Einen anderen Weg gibt es ja kaum. Also gezogen kriege ich den auf jeden Fall, wie ihr seht. Kommt er denn hier mit? Nee, so kriegen wir ihn nicht mitgezogen. Aber vielleicht, wenn wir uns da dran festbinden?
Okay. Irgendwie. Ah, so habe ich es mir in etwa vorgestellt gerade eben. Okay, ich hoffe mal, dass er jetzt wieder genügend Garn hat, der Jani, unser guter alter Jani. Und so wollte ich den Eimer eigentlich eben schon mitziehen. Was aber hier anscheinend nicht den gewünschten Erfolg hat. Nee, er kommt nicht mit. Einfach komplett falsch. Okay, weil hier geht es definitiv wieder hoch. Was passiert denn, wenn ich dann da links lang gehe? Rechts natürlich. Erstmal da dran. Gibt es hier denn noch was anderes, wenn ich jetzt ganz oben her gehe? Oh. Oh. Scheiße. Jetzt weiß ich zumindest schon mal, dass es hier einen Stein gibt.